Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2. Wir sind noch mitten in der Geburtstagsfeier von Sonja und Lukas, die beide zu alten Knackern mutiert sind. Da ist Lukas mit schönen weißen Haaren und Sonja tanzt da draußen noch. Und ja, und da machen wir jetzt einfach weiter beim Volles Haus und ja, die Gäste amüsieren sich hoffentlich. Jo, mal schauen, was wir da noch so machen können, ne? Okay, wen haben wir da? Unterhalten, Witz erzählen und mal reden, plaudern. So, und du kannst mal spielen. Was macht Kai? Hat er sich jetzt was zu essen geschnappt? Oder ja. Der tut gerade was essen. Okay, dann unterhalte dich doch mal mit der Carmen. Beziehungsweise warte. Die ist da ja am Klavierspielen. Dann gib ihr erstmal ein Trinkgeld. So. Ach, und Kasimir ist auch da. Der kriegt natürlich... Machen wir es anders. Dann kriegt Kasimir auch ein Trinkgeld. Und dann kannst du ihn mal wertschätzen, bewundern. Okay. Ich muss das ausklicken. Okay. Kannst du mitmachen? Du kannst mal mit dem Kai irgendwie unterhalten. Witz. Reden. Tratschen. Ja. Gut. Oh, jetzt sind sie wieder ineinander verbuggt. Okay, dann gehen wir hier hin. Damit der sein Trinkgeld nehmen kann. Du kannst ihn wertschätzen, bewundern. Reden, tratschen. Unterhalten, Witz gönnen. Und du kannst auch mal unterhalten, Witz erzählen. Anschließend solltest du mal... Okay, Oh, oh, eine absolute Katastrophe. Hilfe. Das ist nicht schön. Ja, es kann ja nicht jede Party ein Knaller werden, ne? Naja. Was geht denn sonst noch? Dann kannst du da noch ein bisschen spielen. Was macht der Gute? Oh je, jetzt haben wir auch noch einen totalen Reinfall. Irgendwie... Was ist wieder? Ah,
Ah, die Geburtstagsparty war irgendwie langweilig. Kümmere dich nächstes Mal besser um deine Gäste. Sorry, ich hab mich gekümmert. Wenn's denen nicht passt, kann ich auch nichts machen. Ja, das ist eben halt blöd. Aber gut, kann auch mal vorkommen, da es ja Gott sei Dank kein Wunsch von denen war. Ist das jetzt auch alles nur halb so schlimm? So, jetzt muss ich mal gucken, was brauchen die denn alles? Harndrang, Hygiene, Energie. Dann geh doch mal bitte benutzen und Hände waschen. Und dann müsste da noch irgendwo ein Kaffee sein. Darfst du mal Espresso trinken? So. Was ist mit Lukas? Oh ja, der muss auch mal dringend, ja, dringend auf Toilette benutzen. Und der ist nämlich hundemüde, den packen wir direkt ins Bett. Ab damit. Und Felix? Felix geht scheinbar noch mal eine Runde tanzen oder will er ausmachen? Ausmachen, okay. Gut, dann geht Felix auch eine Runde schlafen. Der muss nämlich morgen Hausaufgaben machen. So. Abmarsch. Hat noch irgendwer Hunger? Sie könnte da noch eine Kleinigkeit essen. Oh, nee, das ist alles. Gut, ich hoffe, die Gäste sind dann auch alle weg. Nicht, dass wieder irgendwer irgendwo bleibt. Ja, aber zumindest hatten sie eine Party. Ist ja jetzt auch egal wie. Man kann ja nicht immer eine super Party schmeißen. Ach wie, die beiden wollen noch da bleiben. Okay. Ja dann. Ach, der Bub ist auch noch da, dieser Jörg. Na, egal. Gut, dann macht ihr noch ein bisschen Afterparty. So. Das passt ja insofern ganz gut, weil Sonja ja eh den Tag danach frei hat. Und da kann die das ruhig bringen. So, die anderen zwei liegen hoffentlich langsam im Bett. Ja. So, warst du jetzt nicht auf Toilette? Das geht nicht, Lukas. Du wachst in 5 Minuten wieder auf, weil du aufs Klo musst. Warum bist du denn nicht gegangen? Wenn ich hier einmal nicht hingucke, was ihr macht. Schöner lila Schlafanzug. Danach gehst du schlafen, bitte. Sonja, kann bitte hier mitspielen. Wie? Okay. Komm, Kasimir, dann sei du so nett und spiel ein bisschen mit der Sonja. Kann man sich da noch was nehmen eigentlich? Oh ja, da geht schon noch ein bisschen was. Die anderen liegen, wie gesagt, im Bett. Nee. Du, ehrlich, das gibt's doch nicht. Du klampfst doch jetzt nicht darum, wo Felix am Schlafen ist. Und auch noch so schlecht. Nee. Herbeirufen, bitte. Der arme Felix. Jetzt hast du ihn bestimmt geweckt. Oder? Was macht denn Sonja? Du bleibst bitte auch hier. Also jetzt nicht alle dahin rennen ansonsten muss ich euch verabschieden. Dann war es das mit der Afterparty. Okay, der muss nur auf Toilette. Kommt, unterhaltet ihr euch noch ein bisschen gemütlich auf dem Sofa, wie das bei alten Leuten so üblich ist, ne? Wenn ihr Musik machen wollt, macht das unten. Oh, Sonja ist am Zittern. Stimmt, die hatte ja Espresso getrunken. Jetzt hat sie ein Zitterfleisch. Hihi.
Ja, genau, mach du auch mit oder so. Keine Ahnung. Wie sieht es überhaupt aus mit den ganzen Leuten hier? 165, das ist der, mit dem sie da gerade schwatzt. Naja, den kennst du gar nicht. Ja, okay. Halt, 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 warte. Verabschiede dich bitte noch von allen, bevor du ans Buffet rennst. Das wäre mir jetzt mal ganz wichtig, nicht dass dann wieder... So, ein Salat passt auch noch in den Bauch. Nicht, dass hier wieder einer übrig bleibt. Ich höre irgendwelche Tiere schwirren. Ich glaube, die sind am Kuchen, oder? Ja, um den Kuchen rum. Ja, den Kuchen konntest du ja nicht aufschneiden, weil du wieder die Kerzen nicht ausgepustet hast. Das kriegt ihr ja irgendwie nie so richtig hin mit dem Kerzen auspusten. Tschüss, Jörg. Mann. Jo. Dann hast du morgen hier was zum Aufräumen, Gutste. Ja, und leider hat das nicht geklappt, so bis zur Rente, also bis zum Knacker-Dasein, ihre Laufbahn da, also ihre Karriere zu beenden. Ist jetzt nicht so tragisch. Sie sind ja gerade erst 54 Tage alt. Ich rechne das um ein Jahr. Sie können noch ein bisschen arbeiten gehen, bevor sie Rente beantragen. Aber ja, gut, ne? Ich glaube, es sei so gut, spül wenigstens den Kram da noch ab. Ah, da steht noch eine Tasse. Die kann man auch abspülen. Boah, und den Rest machen wir am nächsten Tag. Das ist dann egal. Dann darfst du auch noch säubern, benutzen und duschen und schlafen. So, also die beiden sind jetzt alt. Und Felix hat nur noch 4 Tage, dann würde er erwachsen werden. Das heißt für mich ganz eindeutige Planung. Der nächste Tag wird der letzte Schultag werden, bevor wir ihn endlich aufs College schicken. Ne? Würde ich mal so sagen. Das kommt dann ganz gut. So, jetzt beschleunigen wir hier mal ein bisschen. Ach komm, machen wir ein bisschen mehr Beschleunigung. So, die einen gehen ins Bett, die anderen stehen wieder auf. Hausaufgaben machen. Er soll ja wenigstens seine 1 plus behalten. Alles andere sieht gut aus, denke ich mal. Darf er heute noch mal in die Schule gehen? Spule ich eigentlich nicht? Hausaufgaben kann er auch ohne mich machen. Genau, Sonja hat frei. Okay. Du kannst mal bitte benutzen. Ist alles gut. Hände waschen, abspülen. Und dann darfst du dir noch vor der Schule einen Wackelpudding nehmen. Neue Wünsche hier. Ah, gut, die beiden natürlich wieder miteinander. Das ist gut. So, dann geh du mal benutzen, säubern, duschen. Und dann braucht der gute Mann nämlich mal ein bisschen Spaß, bevor es auf die Arbeit geht. Kann er mal ein bisschen Fernsehen gucken. Hatten wir auch lang nicht mehr. Wie, schon fertig?
Ah nee, das war die Tasse, genau. Der hatte ja diese Tasse mitgenommen. Entschuldigung. Aber? Ein sehr Zeitungstyp. Räumst du freiwillig ab? Ja, das wäre schön. Super, er nimmt seiner Mutter ein bisschen Arbeit ab. Das finde ich hervorragend, so für den letzten Tag quasi. Kann man ja auch noch mal richtig nett sein, gell? Ja, mitmachen, komm. Okay. Umschalten auf Nachrichten. Guck du mal Nachrichten. Na, Opi? Pseudo-Opi? Mit dieser komischen grünen kurzen Hose. Das ist das nächste, was wir mit den Alten dann mal machen müssen. Wieder einkaufen gehen. Damit die ordentliche Kleidung kriegen. Das sieht ja irgendwie ein bisschen komisch aus. Obwohl, ich finde, bei ihm geht's ja noch. Aber das Outfit von Sonja, also, weiß nicht. Gut, die braucht noch Schlaf. Das ist. Oh, er guckt seine Arztserie. Willst du gucken, ob du mitmachst? Ja, ja. Dann guck du mal schön. Ob es was Neues bei den ärztlichen Sachen gibt. Und ausschalten. Machst du noch aus? Nee, macht er natürlich nicht. Ah ja, denkst du, jetzt wo du alt bist, brauchst du keinen Fernseher mehr ausmachen. Okay. So, und ich sehe, meine Zeit ist auch schon wieder um. Dann verabschiede ich mich jetzt mit dem Bild der schlafenden Sonja. Hoffe, ihr hattet euren Spaß und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss.